Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 723 und den Themen Classic, grüne Quests, Hobby, Zeitmanagement und die Psychologin. Thema grüne Quests in Classic. Hallo Onkel Barlow, ich spiele WoW Classic und das ist das erste Mal, dass ich WoW spiele. Interessanter Anfang, ich glaube, das gibt nicht so ganz viele, die das gemacht haben. Aber gut, nun habe ich eine Frage zu den Quests. Es gibt ja, glaube ich, grüne, gelbe, orangene und rote Quests. Also kurz überlegen, graue gibt es auch noch, ja, aber ja, so grundlegend. Jetzt frage ich mich, ob es sich lohnt, auch die grünen Quests zu machen, da die ja eigentlich zu einfach sind, oder ob ich nur die gelben machen sollte, weil die mehr Erfahrung geben. Kann ich auch alle Quests machen oder lohnen sich die grünen nicht mehr? Und wenn ich nur die gelben Quests machen würde, würde ich dann irgendwann mal mit Quest durch sein, ohne Level 60 erreicht zu haben und müsste dann unendlich grinden? Unendlich sowieso nicht, aber ich schaue deine BMZ-Videos in circa 2 Wochen jeden Tag und mir gefällt das Format total. Mach auf jeden Fall weiter so. Also grundsätzlich hast du bei den grünen Quests noch die Situation, dass die als Quests gelten, die noch XP geben, also die noch Erfahrung geben und wo die Mobs, die man killen muss, wenn man welche killen muss, auch noch Erfahrung geben. Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das bei allen der Fall ist. Also ob eine Quest grün sein könnte, es aber trotzdem Mobs gibt, die für das Töten keine XP mehr geben. Aber grundsätzlich gilt, dass es meistens gar keine schlechte Idee ist, die grünen Quests zu machen und die jeweils als erstes zu machen. Hängt immer so ein bisschen davon ab, was man für eine Klasse spielt und natürlich auch irgendwie, auch welche Erfahrungen man hat, welche Ausrüstung man hat und so weiter und so fort. Aber das Quest-Erlebnis kann doch sehr unterschiedlich sein, ne? Was für den einen eine Quest ist, die er ganz easy nebenbei im Vorbeigehen macht, ist für den anderen eine Quest, die ihn nahezu zur Verzweiflung bringt. Ja, wenn ich gerade mal sage, so was ich Jäger, also ein Fernkämpfer mit einem Haustier, bei Quests mit irgendwelchen Fernkämpfer-Mobs, die am besten dann einen noch CC'en können oder so, das hebt den nicht ganz so an, als wenn das einem, keine Ahnung, Paladin oder so, wenn ein Paladin in derselben Situation ist. Also hängt immer sehr viel davon ab, wie erfahren man ist, welche Klasse man spielt, welche Skillung, welches Equipment man hat und so weiter und so fort. Aber allgemein würde ich sagen, es ist eine grundsätzlich gute Empfehlung, die grünen Quests auch noch zu machen. Manchmal lohnt es sich auch, die grauen Quests zu machen, nämlich dann, wenn die grauen Quests zu Quests hinführen, die dann wiederum grün oder gelb oder sonst was sind. Also es gibt, glaube ich, recht wenige Situationen, in denen ich uneingeschränkt sagen würde, man sollte die Quest auf gar keinen Fall mehr machen. Das wäre halt meistens dann der Fall, wenn du eine Quest hättest, von der du weißt, das ist eine Sackgasse, also da brauchst du nichts weiteres und die Quest selbst mit allen Folgequests lohnt sich nicht. Und ja, ansonsten wäre auch mein Tipp allgemein, sich immer von der leichteren Seite her den Quests zu nähern. Also wenn du natürlich die Möglichkeit hast, du hast eine orangene Quest und kannst vielleicht Hilfe bekommen und kannst die easy nebenbei machen, klar, auf jeden Fall. Das geht immer, wenn man es hinbekommt, warum nicht? Aber es wird oft die Situation geben, dass es gelbe Quests gibt und definitiv orangene Quests, wo man ganz schön zu tun hat. Weil es manchmal zwar bedeutet, dass die Quest selber als gelb eingestuft ist, also für deinen Level, aber in dem Gebiet halt irgendwelche Mobs rumlaufen, die 2, 3 Level höher sind, die nicht zu vermeiden oder nicht dauerhaft 100% zu vermeiden sind. Von daher, meine Wahl wäre, ich habe jetzt länger nicht gespielt, bei mir käme es dann auch daran, was, wenn ich einen Questguide benutze, was der sagt, aber meine Wahl wäre definitiv immer, die mitzumachen. Ich würde, wenn überhaupt, dann die grauen auslassen. Und selbst da, glaube ich, im Zweifel würde ich die auch eher mitmachen, als sie auszulassen. Nämlich dann, wenn ich mir denke, bevor ich nicht weiß, dass daraus irgendwas Wichtiges erwächst oder irgendwas Nützliches zumindest. Wichtig kann man ja nicht immer sagen, aber zumindest eine nützliche Questreihe oder so oder eine nützliche Questbelohnung, dann würde ich die auch mitmachen. Hallo Onkel Barlow, Thema Hobbys. Ich glaube, ich habe zu viele davon, aber ich weiß nicht, wie ich diese zeitlich alle unterbringen soll. Vielleicht hast du da einen Tipp oder warst schon mal in einer ähnlichen Situation. Zu meinen größten 3 Hobbys zähle ich Comics/Mangas, WoW und andere Videospiele. Habe ich deshalb getrennt, Comics/Mangas, WoW und andere Videospiele habe ich deshalb getrennt, da WoW in meinen Augen durch das Gildengefüge Raiden Zeitaufwand nochmal ein Hobby im Hobby ist, wenn man das so will. Okay. Gibt natürlich auch noch ein paar andere Dinge, wie ins Fußballstadion gehen, Kino wandern und so weiter, aber das ist eher unregelmäßig und daher besser zu managen. Nun ist durch WoW Classic ein weiterer Punkt hinzugekommen, der meiner Freizeit extrem schadet. Das Spiel hat einen gewissen Reiz und obwohl es mich schon oft zu Weißglut brachte, ist es faszinierend. So kam auch vor kurzem Lego in mein Leben. Moment, was ist das jetzt für ein Sprung?
WoW Classic ist faszinierend, deswegen kam Lego in mein Leben. Eigentlich nur deshalb, da ich das neue Batmobile-Set ganz schick finde, es nicht zu teuer ist und es sich im Regal neben den, mit den Batman-Comics hervorragend macht. Dabei habe ich leider nicht bemerkt, dass es mir verdammt viel Spaß Moment. Das heißt, du hast nicht bemerkt, dass es dir Spaß gemacht hat und es unheimlich entspannend ist, nach einem stressigen Arbeitstag oder anstrengenden Raid noch etwas analog zu basteln. Du Armer, hast du gar nicht bemerkt, wie du Spaß hattest. Nun stoße ich aber meine Grenzen, beziehungsweise habe diese schon überschritten. Und ich überlege, ob ich Classic lieber liegen lassen sollte, obwohl es mir Spaß macht. Oder ob ich vielleicht Lego wieder einstampfe, das in den Augen einiger nur ein Kinderspielzeug ist. Ach komm, das mit dem Kinderspielzeug haben wir schon oft genug gehabt. Wenn es dir Spaß macht, ist es völlig egal, ob es Kinderspielzeug ist oder nicht. Oder ob irgendwer sagt, dass es Kinderspielzeug ist oder nicht. Wie würdest du mit der Situation umgehen? Lieber weniger Hobbys, dafür mehr Zeit reinstecken können oder mehr Hobbys? Und wenn du dich entscheiden müsstest, ob du WoW Classic oder Retails, ob WoW Classic oder Retail, was wäre das bei dir? Ich vermute mal Retail. Naja, komisches Problem, glaube ich. Aber vielleicht hast du ja einen guten Ratschlag für mich, der mir da etwas in der Entscheidungsfindung hilft. Dann können wir weiter so. Ich finde das eigentlich fast schon interessant, dass das bei dir zu einem Problem werden konnte oder du das als Problem wahrnimmst. Denn eigentlich ist es ja ziemlich cool, wenn man viele verschiedene Dinge hat, die man macht, die man gerne machen möchte und wo man sich dann entscheiden kann, ob man A oder B machen möchte. Sich daraus den Stress selber zu erzeugen, dass man jetzt zwischen zwei Dingen eine Auswahl hat, das ist, glaube ich, also das ist eine Situation, die du, glaube ich, am leichtesten abstellen kannst, indem du sagst, ich mache einfach das, worauf ich gerade am meisten Bock drauf habe. Da muss man natürlich sagen, ein Stück weit verstehe ich einen kleinen Teil der Problematik, nämlich den WoW-Teil. Denn bei dem WoW-Teil ist es im Gegensatz zu den meisten anderen Sachen, die du genannt hast, nicht so, dass man den beliebig machen kann. Zumindest nicht, wenn man mit anderen zusammenspielt. Dein Lego-Auto kannst du bauen, wann du Bock hast. Deine Mangas kannst du lesen, wann du Bock hast und so weiter und so fort. Aber bei WoW Raiden, das kannst du halt nicht dann machen, wann du Bock hast, wenn du halt auf andere Spieler angewiesen bist und dich mit denen koordinieren musst und natürlich möchtest, dass die mit dir zusammenspielen. Das ist so die einzige Einschränkung, die ich habe. Oder die du hast. Dass du halt sagen müsstest, ist es mir das wert, einen gewissen Teil meiner Freizeit dafür quasi fest zu verplanen? Und das, keine Ahnung, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Das gilt aber auch für völlig andere Hobbys, die jetzt nichts mit WoW zu tun haben. Ja, die Leute, die von euch im Sportverein sind zum Beispiel, werden die Situation kennen, dass es halt meistens ein oder zwei feste Trainingstage in der Woche gibt und da ist halt Training und da hast du halt hinzukommen und dann gibt es ein Spiel am Wochenende und da hast du dann auch hinzukommen und da kannst du nicht unbedingt sagen, ich komme mal und ich komme mal nicht. Also kannst du vielleicht schon, aber dann ist die Mannschaft halt nicht so happy. Und mit anderen Dingen auch, wenn du dich mit Freunden verabredest und die sagen dir halt, wir treffen uns um die und die Zeit, dann musst du dich halt auch mit denen so absprechen, dass das stimmt. Aber das ist das einzige Problem, was ich sehen würde. Bei allen anderen Sachen kannst du halt sagen, mein Gott, mache ich halt das, worauf ich gerade am meisten Bock habe. Und dann überlegst du dir halt, ist es mir das wert, mich einzuschränken oder meine restliche Freizeit einzuschränken für Hobby X oder Y? Und dann ist ja immer noch die Frage, also nicht nur ist es das wert, sondern in welchem Maße ist es das wert? Weil viele sagen, ja komm, für ein oder zwei Abende die Woche ist mir das auf jeden Fall wert. Würde es aber dahin gehen, dass ich vier oder fünf Abende die Woche dafür hergeben muss, um WoW zu spielen, dann nicht. Und die Möglichkeiten hat man ja auch. Also ich bin jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden, was jetzt bei den Classic-Gilden so der Minimum-Einsatz ist oder so. Aber zumindest im aktuellen WoW, also im Retail-WoW, ist es ja definitiv so, dass es Gilden gibt, die einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche raiden. Ich glaube, da wirst du ganz gut eine Lösung finden können. Grüße, Meister Balo. Ich kenne dich bereits seit deinem ersten WoW-Blog und war bisher nur ein begeisterter Konsument deiner Inhalte, was ich nun gerne ändern würde, um aktiv etwas dazu beizutragen. Da du des Öfteren schon Fragen in Richtung psychischer Krankheiten hattest, möchte ich nun meine Geschichte und auch Frage mit dir und der Community teilen. In Kurzfassung, wie schafft man es, wieder Vertrauen in Ärzte/Psychologen aufzubauen? Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Das ist die Frage, wie man es schafft, wieder Vertrauen aufzubauen. Das ist die Frage. Nun die lange Fassung. Verstehe, by the way,
Wenn es aufgrund der Menge keinen Weg in die BMZ. Ach Gott, wir haben längere, deutlich längere Fragen gehabt. Ich leide bereits in meiner Schulzeit unter starker Soziophobie und Depression. Damals wussten weder ich noch meine Eltern überhaupt etwas mit diesen Begriffen anzufangen. Ist nicht ungewöhnlich. Das ist bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass die erstmal überhaupt nicht einzuschätzen wissen, was da gerade passiert. Die Annahme war eher, dass ich einfach schüchtern bin und lieber meine Ruhe habe. Jo. Dem war, so wie ich heute weiß, oder heute auch weiß, nicht so. So kam es also, dass ich, nachdem ich das Gymnasium in der 9. Klasse aufgrund von unterirdischem Leistungsdrang und Unfähigkeit, sich mit neuen Leuten zurechtzufinden, meine Klasse wurde durch eine Zusammenlegung von Schulen getrennt, dieses abgebrochen habe und von da die Realschule besucht. Okay, 9. Klasse, Gymnasium abgebrochen, nee, nicht die Realschule, sondern Regelschule besucht habe. Dort wurden, wie du dir sicher vorstellen kannst, meine Probleme natürlich wenig gebessert und es kamen noch Mobbing bis physische Angriffe hinzu, was dazu führte, dass ich meinen Eltern oft vormachte, ich hätte Kopf- bzw. Bauchschmerzen und müsse zum Arzt. Okay, Schule gewechselt, dann Mobbing, körperliche Angriffe und du hast dich krankgestellt, damit du zum Arzt musst und nicht in die Schule musst. Auch so grundsätzlich mal, glaube ich, nichts Ungewöhnliches. Erstmal, also nichts Ungewöhnliches bei dem Bild, was du beschreibst, ne? Dass man halt versucht zu vermeiden, in die Situation zu kommen, ohne so richtig zu wissen, was eigentlich Sache ist. Oder zumindest ohne 100% zu wissen, was Sache ist. Okay. Als das nach einer Weile dann doch auffiel, war die erste und eigentlich auch sinnvollste Reaktion, einen Termin bei einer Psychologin zu organisieren. Gesagt, getan. Und so schilderte ich der Psychologin, also meine Probleme in der Schule, meine Ängste und so ziemlich alles, was mir auf dem Herzen lag. Denn zu diesem Zeitpunkt war ich der Auffassung, ein Facharzt für Psychologie wird wohl sehr gut etwas damit anzufangen wissen. Nun ja, der Plan besagter Fachkraft war es dann also, sich für einen Tag mit Notizblock und Kugelschreiber bewaffnet in den Unterricht zu setzen und alles mitzuschreiben, was so passierte. Sie hat sich in den Unterricht gesetzt und für einen Tag mitgeschrieben? Oder hast du das mitgeschrieben? Wie du schreibst, klingt es so, als hätte sie sich zu dir in den Unterricht gesetzt, was ich für komisch halten würde. Ich muss, glaube ich, nicht im Moment, ich lese nochmal durch. Sagt der Plan der Fachkraft war es also, sich für einen Tag, Plan der Fachkraft, sich in den Unterricht zu setzen, mit Kugelschreiber und mitzuschreiben. Ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, dass komischerweise gerade an diesem Tag nichts Nennenswertes im Unterricht und in den Pausen passierte, woraufhin Frau Psychologin mir Vorwürfe gemacht hat, ich würde nur simulieren, lügen und verlangte, dass ich eine Therapie durchlaufen sollte. Ah, okay. Das wäre zu dem Zeitpunkt wohl auch angebracht gewesen, aber du kannst dir wohl gut vorstellen, wie ein kleiner 15-jähriger Junge nun vor einer angeblichen Fachärztin für Psychologie, also sie ist ja eine Fachärztin, ne? Also daran besteht, glaube ich, kein Zweifel, oder? Weil du sagst, angebliche Fachärztin. Deren einziger Verdienst es war, meine Glaubwürdigkeit anzuzweifeln, sich einfach nur verarscht vorkam. Besagte Therapie wurde erst viel später nach meinem erneuten Abbruch der 10. Klasse und Nachholen der mittleren Reife an einer Volkshochschule im gleichen Jahr angefangen. Ah. Ja, die Überschrift war, wie man Ärzten vertrauen kann. Oder es schaffen kann, wieder Vertrauen zu fassen. Und ich glaube, das ist so wieder so eine von diesen Fragen, die überhaupt keine so ganz leichte Antwort hat, weil die Situation, die du schilderst, die schilderst du halt so, wie du sie erlebt hast oder wie sie sich für dich angefühlt hat. Und die Frage ist, wie hätten andere sie beschrieben, unter anderem diese Ärzte, mit der du da zusammengearbeitet hast. Weil es gibt natürlich die Möglichkeit, dass diese Person völlig inkompetent ist, keine Ahnung hat, was sie tut, alles exakt so stimmt, wie du es gesagt hast. Und Punkt. Und es gibt die Möglichkeit, dass deine Wahrnehmung so ist, wie du sie beschreibst, aber die Wahrnehmung von anderen Personen eine andere gewesen ist. Und damit sind wir bei dem ersten riesengroßen Teil des Problems. Und was allgemein für alle möglichen Arten von psychischen Krankheiten gilt, ne? Dass man als der Erkrankte oder die Erkrankte halt so ein bisschen Gefangener seiner eigenen Wahrnehmung ist. Und gerade wenn es um so Sachen geht, was du so Sozialphobie und so weiter und so fort und Angststörungen, weiß der Teufel, was da noch alles mit reinspielt. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, du hast das ja selber nur angerissen. Beschreibst du schon einen Teil des Problems, der es schwer machen könnte oder der es schwer macht,
zum Beispiel einem Arzt zu vertrauen. Allein die Tatsache, dass du die Kompetenz einer Ärztin anhand dessen, was da passiert ist, komplett anzweifelst. Da muss man sich ja fragen, gibt es da noch mehr Gründe dafür oder gibt es diese eine Erfahrung, die du so wahrgenommen hast? Wenn dem so ist, also gibt es irgendjemanden, der das bestätigt hat, der gesagt hat, okay, diese Art und Weise, wie da gearbeitet wurde, war völlig falsch. Ist das exakt so passiert? Also mir scheint das extrem merkwürdig. Ein Arzt setzt sich mit dir zusammen in dein Klassenzimmer für einen Tag und sagt anschließend, du hast mich nur angelogen. Auf Basis von was genau? Auf Basis davon, dass an einem Tag nichts passiert ist? Ist das exakt der Grund gewesen oder ist es nur nach diesem einen Tag so gewesen und irgendwelche völlig anderen Dinge sind zutage getreten? Das ist für mich extrem schwer zu beurteilen, was da der Fall gewesen ist. Was haben andere entsprechend kompetente Menschen zu dem Thema zu sagen gehabt? Das ist halt alles unglaublich schwer. Das große Problem ist, glaube ich, echt, dass so ein bisschen die Gefahr besteht, dass man sich selber in einer Welt und Wahrnehmung verbarrikadiert, in der alles, was man wahrnimmt, eine Wahrheit wird. Weil das klingt jetzt total doof, aber was ich damit meine ist, wir wissen ja schon, dass bestimmte Wahrnehmungen von dir eingefärbt sind und negativ eingefärbt sind, von einer Krankheit eingefärbt sind. Wenn du die selbst immer als quasi als Fakt darstellst oder begreifst, was jetzt kein Fehler, also es ist ja kein aktiver Fehler von dir, es ist ja nicht so, als ob du das tust, um jemand anderem etwas Böses zu tun, sondern nur weil du es eben nicht besser weißt, dann fällt es halt schwer, gerade für mich als Außenstehende mit den drei Sätzen, die ich bislang gehört habe, mir überhaupt auch nur ansatzweise ein Gefühl dafür machen zu können oder eine Meinung bilden zu können, was alleine in dieser speziellen Situation passiert ist, geschweige denn, was überhaupt irgendwie der, keine Ahnung, ein Hintergrund oder ein medizinischer Hintergrund ist oder so. Denn dafür fehlt mir die Kompetenz, das im Weiteren zu beurteilen. Ich kann das soweit beurteilen, so aus meinen Erfahrungen, die ich in ähnlichen Bereichen gemacht habe, auch als Patient. Aber so weitgehend sind die auch nicht, dass ich jetzt irgendwie für alles für dich da eine Lösung hätte. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man unterschreiben kann, ist wohl, dass ein Arzt es so oder so schaffen muss, dass der Patient zu ihm Vertrauen fasst. Das ist nicht notwendigerweise ein Fehler des Arztes oder der Ärztin, wenn das nicht passiert, aber es funktioniert halt, glaube ich, nicht, wenn man kein Vertrauen hat. Und dann muss man vermutlich im Zweifelsfalle sagen, wenn das halt nicht funktioniert, muss man sich halt einen anderen Arzt suchen. Aber so eine unmittelbare und leichte Lösung, wie X oder Y funktionieren könnte, habe ich nicht, weil ich glaube, dass ein Teil der Lösung von diesem Problem mit der Therapie bzw. mit deiner Erkrankung zu tun hat. Falls du verstehst, worauf ich hinaus will, ne? Kurzum, wenn wir das gelöst hätten, dass du kein Vertrauen zu einem Arzt oder dieser speziellen oder zu anderen Ärzten oder Psychologen hast, wenn wir das gelöst hätten, hätten wir schon einen Großteil deines gesamten Krankheitsbildes gelöst. Ich bin jetzt nur gespannt und da würde mal gerne wissen, was aktuell der Fall ist, ob es irgendwie aktuell einen Therapeuten oder eine Therapeutin gibt, ob du durchgehend in Betreuung gewesen bist oder nicht, ob du das alles auf sich hast ruhen lassen und gesagt hast, nö, dann mache ich das halt alleine und so weiter und so fort. Aber du bist damit nicht allein. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die in so einer Situation sind und die, ich glaube, das ist auch ein ganz, 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 ganz großes Problem in diesem medizinischen Feld, dass Ablehnung und negative Erfahrungen dazu führen, dass die Leute sich halt denken, bringt ja eh nichts, warum sollte ich die Mühen weiter auf mich nehmen? Der oder die kann mir sowieso nicht helfen oder der oder die glaubt mir ja sowieso nicht. Und das ist halt auch manchmal so ein Problem, weil dieses Nicht-Glauben nicht notwendigerweise bedeutet, dass jemand dir nicht traut oder so, sondern dass er es tatsächlich besser weiß, dass er tatsächlich, er oder sie, weiß, dass deine Wahrnehmung von etwas keine korrekte Wahrnehmung ist und der Schritt in die richtige Richtung tatsächlich das Anzweifeln deiner Wahrnehmung sein könnte. Aber das alles kann ich im Detail nicht beurteilen. Deswegen kann ich nur sagen, ich hoffe, dass du im Moment jemanden gefunden hast, mit dem du daran arbeiten kannst und dass dein erster Schritt sein müsste, wenn dem nicht so ist, jemanden zu finden, mit dem das so ist. Und das mag schwer sein. Das ist manchmal für stinknormale Allgemeinmediziner schon schwierig genug. Ich habe neulich die Situation gehabt, dass ich ich bin quasi auf Hausarztsuche in Hamburg gewesen, einfach nur ein normaler Hausarzt. Und das ist ja jetzt irgendwie nichts Wildes, jemanden zu haben, wo du hingehst und sagst, ich habe irgendwie Grippe oder mir ist übel oder sonst irgendwie was und der dich behandelt oder die dich dort behandeln kann.
Und selbst da ist es schon so, dass ich den einen oder anderen Arzt, also die eine oder andere Ärztin hatte, der ich eben nicht so richtig über den Weg getraut habe, wo ich gesagt habe, nee, irgendwie da möchte ich nicht immer in den nächsten x Jahren, in den nächsten 20, 30 Jahren, wenn es gut läuft, 40, 50 oder so, möchte ich eben nicht immer hingehen und mich mit meinen medizinischen Problemen anvertrauen. Und ich glaube, es ist natürlich noch viel stärker, als wenn es sich um psychische Dinge handelt. Also, ich hoffe, du hast jemanden. Wenn nein, hoffe ich, dass du dir die Mühe machst, dir jemanden zu suchen, der dir helfen kann. Und ja, ich glaube dir, dass das nicht einfach ist und dass der mit Sicherheit leichtere Weg ist, zu sagen, sich zurückzulehnen und zu sagen, die Hilfe, die mir da jemand angedeihen lassen wollte, hat mir überhaupt nicht geholfen, alle waren doof. Lieber mache ich es gar nicht, als nochmal so eine Situation zu haben. So. Das soll es gewesen sein für heute. Ich rufe heute nochmal dazu auf. Wie öfter in letzter Zeit, schickt mir weiter so viele interessante Fragen aus ganz, ganz verschiedenen Themenfeldern von WoW über andere Games, über speziell Classic WoW bis hin zu Themen, die überhaupt nichts mit Gaming oder sonst was zu tun haben. Ich mag das sehr. Ich mag diese Abwechslung, genieße die sehr. In diesem Sinne, tschüss und bis morgen, sagt euer Onkel Barlow.